What's poppin', Party People? Ich begrüße euch recht herzlich zum zweiten Teil von Jaco mistet ihren Kleiderschrank aus und motiviert vielleicht den einen oder anderen, das auch zu tun. Oder bringt Menschen nur dazu, sich Klamotten anzugucken und mehr zu kaufen. Ich freue mich richtig doll darauf. Das hat so doll Spaß gemacht, der letzte Teil. Ich habe den vor 2 oder 3 Tagen gedreht. Seitdem ist dieses Wohnzimmer nicht mehr bewohnbar, weil ich einfach alles habe liegen lassen. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil es wohnt eh niemand in diesem Wohnzimmer. Also der Raum ist irgendwie nur Deko. Ich könnte eigentlich auch ein Studio draus machen. Aber dann bekomme ich manchmal Besuch und dann brauche ich das Wohnzimmer. Was sortieren wir heute aus? Übrig sind noch Tops, T-Shirts, so ein Scheiß wie Blusen, Strickjacken, dies, das, Adidas. Oberteile machen wir heute. Auf jeden Fall laber ich nicht lange drum rum und würde sagen, wir beginnen mit dem ersten Top. Das ist ein schwarzes Samttop und es hat hier oben so goldschwarz gezwirbelte Träger. Das habe ich letztes Jahr am Klosterplatz in Bielefeld auf einem sehr coolen Flohmarkt gefunden. Da habe ich 2 Euro für bezahlt und ich liebe das sehr doll. Das kann ich mir vorstellen for the summer, aber auch for the party. Ja, stinknormales graues Top, das sortiere ich aus, weil ich mag grau an mir gar nicht. Ich mag insgesamt kalte Farben an mir nicht so gerne. Und vielleicht gibt es ja jemanden, der grau voll geil findet und der ist mit diesem Top dann besser dran. Deswegen würde ich das verkaufen. Das kommt auch weg. Das habe ich irgendwann mal vor 2, 3 Jahren bei Urban Outfit das mitgenommen. An so einem Eisprungtag, wo ich so war, mir steht alles. Da kommen von dem Tag kommen gleich noch 2 Sachen, die auch definitiv problematisch sind. Bei mir passt eher so High Chroma, bisschen knalliger. Alles, was zu erdig ist oder zu pastellig, das macht mich irgendwie ungesund. Ich fühle es einfach nicht. Den Schnitt nicht. Das ist so ein Baschner. Und deswegen kommt weg. Okay, ich habe gestern mein altes Kleiderschrank-Aussortieren-Video so reingesappt, um zu gucken, wie ich das gemacht habe. Ich hätte das eigentlich jetzt aussortiert und ich wollte das auch letztes Mal schon aussortieren, glaube ich. Und dann habe ich es aber auf Video gesehen und dachte so, eigentlich steht mir die Farbe voll. Und deswegen entscheide ich mich dafür, das jetzt doch zu behalten. Würde ich tendenziell eher ohne BH, ich würde vieles von den Tops hier eigentlich ohne BH tragen, aber ich habe jetzt einen Cutter. Und ich wollte jetzt nicht, dass der die ganze Zeit meine Brüste angucken muss, wenn ich mich umziehe. Gut, ja, das bleibt auf jeden Fall. Bleibt. Das habe ich auch vom Flohmarkt und da bin ich mir ganz unsicher mit, weil das ist so ein typisches Top, wo ich eigentlich kein BH drunter anziehen würde und wo ich jetzt auch so gar nicht wüsste, was ich da drunter anziehe, weil wisst ihr, also ich habe die ja jetzt hier so hingesteckt, aber so wäre das ja normal. Und das heißt, ich bräuchte irgendwas, was man im Nacken zusammen machen kann. Und am besten nicht in Schwarz, sondern in Hautfarben. Und es nervt mich ein bisschen, weil ich im Sommer sehr ungern BHs trage. Also da mache ich eigentlich gerne Free the Boobs. Ich habe kein Problem damit, wenn man meine Nippel sieht, von der Form her. Wo ich mich aber ehrlich gesagt nicht so wohl, noch nicht so wohl, bin ich mir unsicher mitfühle, ist, wenn man wirklich die Farbe durchsieht. Ich weiß nicht wieso. Das ist etwas, was ich persönlich bei mir einfach, also ich finde es nicht schlimm, aber ich finde es auch einfach nicht so schön bei mir. Ich mag das, wenn das Oberteil einfach die Farbe hat vom Oberteil und nicht die Hälfte durchguckt. Ich mag auch nicht bei Hosen, wenn die so durchsichtig sind. Behalt's erstmal, aber es steht auf Probe. Das habe ich auch vom Flohmarkt letztes Jahr. Eigentlich genau dieselbe Grütze. Aber die sind noch nicht ausgetestet. Wisst ihr, ich habe noch keinen Sommer damit erlebt, dass ich so richtig einschätzen kann. Aber eigentlich, ich bin mir unsicher. Es kommt weg. Oder es bleibt doch. Wisst ihr, ich muss manche Sachen erst im Alltag tragen. Und dann kann ich so richtig reinfühlen. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das gut an? Wenn ich zwischendurch in den Spiegel, ins Schaufenster gucke, denke ich so, oder denke ich so, hä? Und so, und das habe ich halt noch nicht bei dem gehabt. Also packe ich es wieder in den Schrank. Das bleibt definitiv. Das ist schon voll im Arsch. Das fällt hinten schon auseinander. Okay, gut, es fällt nicht auseinander. Ich war wütend und hab's zerrissen. Ich habe vielleicht ein Aggressionsproblem. Auf jeden Fall muss das aber trotzdem bleiben. Das war ursprünglich mal orange und ich habe das schwarz eingefärbt. Das mache ich manchmal, wenn mir Sachen richtig am Herzen liegen, dann färbe ich die einfach schwarz ein, wenn es scheiße aussieht oder Flecken hat. Und das war auf so vielen Reisen mit dabei. Das ist so ein richtig mein Hippie-Reisetop und deswegen bleibt das. Ich finde es überhaupt nicht schön. Gar nicht. Es müsste eigentlich weg. Aber ich liebe den Stoff so sehr, wenn ich so wirklich was will, was sich anschmiegt. Ich habe noch nie Kaschmir getragen, aber ich stelle mir vor, dass es sich so anfühlt. Wie eine Mischung aus Kaschmir, Seide und einer sanften Nummer. Was? Okay, wow. Ja, deswegen bleibt das. Ah, sehr unsicher. Eigentlich cool,
Ich mag so krasse Farben an mir. Es ist aber auch nicht so richtig gut, mein Grün. Grün ist eigentlich meine Farbe, aber es ist nicht so richtig mein Grün, wisst ihr? Aber ich gebe dem Ganzen noch einen Sommer. Ja, ich muss da noch ein bisschen mit rum experimentieren. Oh, es war gar nicht so leicht, da reinzukommen, das sag ich euch. Also, das ist bisher noch eben, als ich gesagt habe, ich war an meinem Eisprungtag einkaufen. Das habe ich unter anderem da auch gekauft. Und ich finde das wirklich sehr schön. Also ich würde es auch ohne BH tragen. Also da kann man so ein geiles Outfit drumherum bauen. Aber ich finde, das ist überhaupt nicht meine Farbe. Beziehungsweise, es ist eigentlich genau meine Farbe. Denn ich habe das Gefühl, es hat dieselbe Farbe wie ich. Ich fühle mich wie eine Leberwurst auf zwei Beinen. Das tut nichts Gutes für meinen Tang. If you know what I mean. Ich trage das nicht. Deswegen kommt das, glaube ich, weg. Bleibt! BH verstecken. Trage ich im Sommer immer ohne BH. Kriege ich wunde Nippel von. Finde ich aber trotzdem Premium. Bleibt deswegen. Nee. Das ist auch eine Flohmarktsituation. Leute, die viel auf Flohmärkten oder Secondhand einkaufen, wissen, was ich meine, wenn ich sage, man findet oft Goldschätze, aber manchmal denkt man auch, dass diese eine Sache super cool ist. Sie sieht nur gegen die andere Scheiße, gut glänzt sie wie Gold. Also Gott, das ist jetzt keine Scheiße, aber es ist so irgendwie nicht gut proportioniert. Erstmal fühle ich mich wie, als wäre es eigentlich ein Kleid für eine Dreijährige, aber ich habe es irgendwie geschafft, meinen Oberkörper da reinzukriegen. Und ich finde auch das ist so, wisst ihr, dieser Bereich sieht aus wie eine Person, deren Augen zu nah aneinander stehen. Kommt auf jeden Fall weg. Gibt's doch nicht! Das ist nicht möglich, mir das anzuziehen. Ich dachte, ich und dieses Top, wir werden noch einen Moment kriegen in unserem Leben. Ja, vielleicht bei Weight Watchers. Man muss es nur, oh mein Gott, man muss es nur wollen. Ist das ein ehrenloser Moment? Nein, keine Chance. Als ich das letzte Ausmistvideo gedreht habe, da hatte ich das an und habe schon gesagt, dass das ein Tucken zu eng ist. Und jetzt geht's gar nicht mehr. Oh Mann, das macht mich traurig. Aber sogar wenn ich es zukriege, ich kann ja dann nicht atmen. Okay, ich gebe auf. Ich trage so. Ich bin ja gar nicht der Meinung, dass man Dinge behalten soll, wenn man abnehmen will. Also das dürft ihr natürlich machen. Mir tut das einfach gar nicht gut, mir das Gefühl zu geben, dass ich irgendwie abnehmen müsste oder was an mir verändern müsste, um wieder etwas tragen zu können. Da bin ich ganz bei Julia Roberts in Eat, Pray, Love, die sagt, wenn die Jeans nicht mehr passt, dann kaufst du dir halt eine neue. Aber das finde ich jetzt schon wirklich traurig. Kommt weg. Oh, das tut richtig weh. Bleibt. Bleibt. Das ist ein Buddy, den habe ich mal gekauft aus einer Kollektion von Bonnie Strange. Nicht Bonnie Trash, Bonnie Strange. Den habe ich noch nie getragen, aber werde ich, glaube ich, dieses Jahr mal ausprobieren. Der ist halt hier super hochgeschnitten und deswegen guckt der oben aus den meisten Hosen raus, außer man trägt so wirklich high-waisted. Der hat echt einen schönen Stoff und ich teste den nochmal aus diesen Sommer. Das wäre das perfekte Video gewesen, um ungeschminkt zu sein, weil ich jetzt gleich Make-up-Renner an all meinen Klamotten habe. Das war ja richtig smart. Schwarze, kurze T-Shirts, das ist mein Go-To im Sommer. Habe ich 3 Stück von, glaube ich. 2 oder 3 Stück. Liebe ich, bleibt auf jeden Fall. Ja, das würde ich jetzt generell eher hier oben tragen. Im Sommer trage ich so größere T-Shirts gerne einfach so irgendwie. Oder ich stecke die, wenn ich high-waisted habe, stecke ich die hier rein. Und das mag ich sehr gerne. Also deswegen bleibt das. Ich habe das gekauft im Laden meiner Cousine und ich finde, das ist ein sehr schönes Oberteil. Das war auch gar nicht mal so günstig. Das fühlt sich auch sehr hochwertig an. Auch wenn Lachs jetzt nicht so unbedingt 100% mein Ding ist, ich weiß nicht, aber es fühlt sich nicht an wie ich. Also es ist ein schönes Teil, aber ich fühle mich auf eine Art erwachsen wieder wie eine Tante. Ich weiß aber, dass meine Mama sehr gern solche Oberteile trägt. Deswegen glaube ich, würde ich ihr das schenken, weil ich glaube, sie würde das sehr viel tragen. Es fühlt sich richtig geil an auf meiner Haut, aber dann gucke ich in den Spiegel und denke, verkleidet. Deswegen kommt es weg. Ja, also das ist auch so ein Ding, da stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß mit. Irgendwie finde ich es ganz cool, weil es knallig ist und ich fühle mich aber auch ein bisschen verkleidet. Also es ist ein Teil, was ich finde, was mir
korrigiert mich, wenn ihr es anders seht. Manchmal, das hatte ich letztes Mal auch, sehe ich Sachen im Video und weiß total, was ihr meint. Im letzten Video habe ich gesagt, oh, das steht mir gar nicht. Und dann habt ihr alle geschrieben, das steht dir voll gut, behalt das. Und ich habe es im Video gesehen und denke, ja, das steht mir. Aber im Spiegel sehe ich das anders, weil ich so sehr etwas danach beurteile, wie ich mich darin fühle, dass ich das schlecht trennen kann von dem, wie sieht es wirklich aus. Ich finde es schön, ich finde, es steht mir gar nicht schlecht, aber ich kann es irgendwie nicht greifen, was ich damit machen kann. Es ist irgendwie so basic. Ich mag immer so Sachen, wo ich eine Vorstellung davon habe, was für einen Look ich daraus kreiere. Und irgendwie kann ich das bei dem nicht. Aber ich behalte es erstmal, weil so bin ich unsicher, bin ich dann doch nicht. Ich behalte es erstmal und teste es diesen Sommer aus. Das liebe ich sehr doll. Das habe ich von Toni geschenkt bekommen, von Reef. Falls ihr sie noch nicht kennt, eine sehr coole Streamerin. Ich mag die Farben, das ist so Creme und das ist auch genau mein Grün. Und ich liebe das und da werde ich mal diesen Sommer mit rumexperimentieren. Ich trage nicht so gern T-Shirts so lang. Ich mag das bei mir alles immer ein bisschen mehr tailliert. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool und bleibt. Ja, das ist ein T-Shirt, wo Grateful Dead draufsteht und ich muss peinlicherweise sagen, ich kann euch nicht ein einziges Lied von Grateful Dead nennen. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan davon, mir T-Shirts zu kaufen, also von Musikern, die ich nicht höre. Ich tendiere dann eher dazu, was zu tragen, was ich richtig nice finde. Aber ich fand diesen Aufdruck so cool irgendwie und so mit so Goldschmuck und einer coolen Hose. Irgendwie kann ich mir da so einen Look vorstellen mit Boots oder so oder auch mit Sneakern. Irgendwie finde ich das ganz nice und deswegen bleibt das. So, der Adel kennt's. Das ist das Bonjour Baguette Croissant T-Shirt von Sam und mir. Also wir haben Merch für den Podcast mit unseren Insidern. Bonjour Baguette Croissant, sexuell und edel und wahrhaftig. Kann ich mal unten in der Infobox verlinken, falls ihr auch zum Adel gehört und edle Personen seid, die das mit einer Tasse oder einem Oberteil repräsentieren wollen in ihrem Leben. Unser Shop steht euch offen. Kleine Werbeunterbrechung an dieser Stelle. Bleibt. Meine Frisur hat sich wirklich gleich auch schon verabschiedet. Hier ein Exemplar, was ich gleichzeitig sehr cool und auch irgendwie sehr hässlich finde. Ich bin sehr zwiegespalten. Jetzt fragt ihr euch, wo findet man so ein edles Justin Bieber T-Shirt? Das habe ich in einem Secondhand-Store in Indien gefunden. Ja, find's irgendwie ganz, es ist so drüber, dass ich es auch schon wieder irgendwie ganz cool finde und deswegen behalte ich es. Ich weiß gar nicht, ob das meine Farbe ist. Ich glaube eher nicht, ne? Aber egal, ich find's cool, ist mega comfy. Ein weiteres Jack und Sam Merch T-Shirt. Sexuell. Damit die Menschen wissen, dass ihr eine sexuelle Person seid. Und da ich auch eine sexuelle Person bin, behalte ich das natürlich. Das habe ich auch in Indien gekauft. Da steht drauf, just do it later. Und ich habe noch eins davon, da steht too high to die drauf. Das sind so meine Chill-T-Shirts für zu Hause. Ich habe nur noch so 3 Chill-T-Shirts. Früher hatte ich immer so 15. So alles, was ich nicht mehr angezogen habe im Real Life draußen, habe ich dann zu Hause zum Chillen behalten. Und am Ende habe ich sowieso nur 3 davon angezogen. Deswegen sage ich immer 3 Chill-Shirts, 2 Schlaf-Shirts, that's enough. 3 vielleicht, ja. Kommen wir zu den Pullis. Den habe ich von Vinted. Ja, der war relativ neu, als ich den gekauft habe. Der löst sich schon ein bisschen auf, aber ich mag den wirklich sehr gern leiden. Den habe ich noch gar nicht so lange. Den habe ich von TK Maxx. Finde den richtig schön, so mit Goldschmuck und ich trage da immer so ganz weite, lockere Hosen zu. So sehr, so ein Chiller-Mode-Pulli. Also ich trage auch draußen. Bleibt. Ich glaube, dass der wegkommt. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Da würde mich wirklich mal eure Meinung interessieren. Ich habe den ganz selten an. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denkt. Diesen Pulli will ich seit Jahren aussortieren, wirklich. Ich klemme manchmal, wenn ich Sport-BHs habe, dann klemme ich mir Pullis hier so drunter. Und dann finde ich die ein bisschen cooler, weil die dann kürzer geschnitten aussehen. Ich weiß nicht. Ich fühle den irgendwie nicht. Ich finde, dieses Grau steht mir irgendwie nicht. Ich trage den nie. Ich habe den seit 2-3 Jahren nicht mehr angehabt. Und deswegen wird der aussortiert. Oh Gott, meine Frisur! Das ist mein Reisepulli. Der war in jedem Land, in dem ich jemals gewesen bin, gefühlt. Sogar wenn ich den aussortieren würde, dann würde der eher in meine Erinnerungskiste kommen, als irgendwo anders hin. Deswegen bleibt der. Oh, mega schwer!
Kann man den upgraden, indem man ihm in den BH klebt? Das war mal mein absoluter Lieblingspulli, Leute, weil ich den so special cool fand. Wisst ihr? Der ist schon sehr special, finde ich. Auf welche Art, das bleibt jetzt jedem selbst überlassen. Aber ich habe mir den irgendwie voll leid gesehen. Und gleichzeitig fällt es mir aber voll schwer, den wegzugeben, weil ich habe den aus dem Secondhand und hatte damals das Gefühl, ich habe einen absoluten Goldschatz gefunden. Und irgendwie habe ich das... Ich finde, der ist so besonders von den Farben her, dass ich das Gefühl habe, ich würde voll den Schatz weggeben, aber ich trage ihn einfach nie. Ich mag den gar nicht mehr leiden. Deswegen glaube ich, dass ich eine Kiste mache. Das habe ich schon mal gemacht. Da kommen aber wirklich dann nur so 3-4 Sachen rein, die mir wirklich doll am Herzen liegen und wo ich das Gefühl habe, eigentlich müssten die weg, aber vielleicht habe ich sie mir nur leid gesehen. Und die packe ich dann in den Keller. Und das hatte ich nämlich schon mal. Dann habe ich die Kiste wieder gefunden. Und die Hälfte der Sachen habe ich übelst krass wieder gefeiert und dann wieder getragen. Und bei den anderen habe ich gemerkt, nee, ihre Zeit war einfach vorbei. Und ich glaube, das würde ich mit diesem Pulli machen. Bleibt. Ist jetzt keine 10 von 10. Aber kann man machen. Boah, den liebe ich! Also, da steht Doomed. Und das ist, es sieht ein bisschen trashig aus von hinten. Das ist Merch von Daniel Howell, Dennis Not on Fire. Da war ich auf der Tour und ich musste so einen Pulli mitnehmen, weil der ist meine große Internetliebe. Deswegen bleibt der natürlich. Oh, alleine aussortieren ohne Kamera ist schon einfacher. Da muss ich die Scheiße nicht anziehen. Da greife ich einfach viermal in den Schrank, tue die Sachen weg und dann war's das. Das ist der Pulli von Reefed. Den finde ich sehr schön. Das ist genau mein Grün. The Green of My Eyes. Den trage ich sehr gerne und deswegen bleibt der. Damit fühle ich mich ein bisschen, als wäre ich im Skiurlaub. Aber ich liebe es auch. Den ziehe ich wirklich sehr, sehr gerne an den Pulli. Ich mag diese Kragen. Irgendwie erinnern die mich auch ein bisschen an Sam. Ich glaube, Sam hat mehrere von diesen Stehkragen. Geschlossen kann ich es leider nicht tragen, weil ich dann nonstop das Gefühl habe, jemand wirkt mich. Aber ich finde, es sieht auch komisch ausgeschlossen. Deswegen bin ich so ganz lässig. Auch ein bisschen atzig, oder? Naja, bleibt auf jeden Fall. Diesen Pulli liebe ich so doll. Den habe ich von Sam zu Weihnachten geschenkt bekommen. Da sind Paris und Nicole drauf. Paris Hilton und Nicole Richie, die zusammen The Simple Life gedreht haben, falls ihr ein bisschen jünger seid. Das war eine mit der ersten Reality-TV-Show, so. So ein 90er, 2000er Shit. Naja, wurscht. Auf jeden Fall bleibt der. Den mag ich sehr gerne. Der geht eigentlich richtig lang. Und ich habe auch noch so eine mega lange Bluse, was man so mit Kragen und dann guckt das hier so unten raus und so. Es sieht ganz cool aus. Aber auch so mag ich den sehr gerne. Den trage ich auch manchmal hier oben, aber auch da unten und auch manchmal hier in der Mitte. Den finde ich sehr schön farblich. Deswegen bleibt der. Das ist so ein bisschen so ein Chill-Gammel-Pulli für mich, aber ich finde die Farbe sehr cool. Und hier steht Give Yourself Time und hinten drauf steht auch Give Yourself Time. Und den habe ich in einer schweren Zeit gekauft und habe in meinen Spiegel geguckt und dachte, Give Yourself Time. Irgendwann kannst du wieder YouTube-Videos drehen und bist nicht mehr ein herumlaufender Zombie. Und genauso ist es gekommen. Und ich behalte den auch ein bisschen aus emotionalen Gründen, aber auch, weil ich den ganz cool finde. Ja. Den fand ich mal richtig cool, aber ich fühle den irgendwie gar nicht mehr. Seine Zeit ist vorbei. Bleibt auf jeden Fall. Ich liebe die. Kommt definitiv weg. Ich liebe dieses Hemd. Oh mein Gott, das ist so ein richtig, richtig krass oversized langes Hemd. Ich trage das im Sommer nur, wirklich. Ich habe das auch in Indonesien letztes Jahr einfach so über ein Bikini-Überteil drüber, über einen Top drüber abends und so. Ich finde das richtig geil zu allem. Zu einer Leggings, zu einer weiteren Hose, zu... Ich finde, das kann man wirklich zu allem anziehen. Ich finde das richtig cool. Oder auch einfach irgendwo drunter ein Pulli drüber, dass das so unten rausguckt und so. Ich würde da am liebsten 3 Stück von haben. Aber ja, das würde ich behalten. Ich liebe diese Bluse. Das ist was, was ich mir normalerweise nie kaufen würde. Das ist eigentlich so gar nicht der Style, den ich so eigentlich kaufe. Aber das habe ich mir, um so ein bisschen andere Sachen auszuprobieren, für die Jack und Sam Tour gekauft. Nicht für die Tour, sondern für das Tourplakat und auch fürs neue Cover. Und dann so mit großen Kreolen und so. Finde ich richtig nice. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben Blazer angehabt habe. Ich habe früher richtig viele Blazer gekauft, weil ich auf diesen Clueless-Look eigentlich stehe. Auch so karierte Blazer und so. Und ich habe die nie an. Ich würde mir auch heutzutage gar nicht mehr einen Blazer, der so geschnitten ist, kaufen, sondern so einen viel größeren. Deswegen kommt das weg. Ich glaube, da wird jemand anders glücklicher mit. Bleibt. Bleibt auch.
Ich hab die nie an, Leute, nie. Aber ich glaube, die muss für immer bleiben. Ich finde die so cool. Ich hab die bestimmt schon ein Jahrzehnt. Da sie aus dem Primark ist, wäre sie wahrscheinlich auch schon auseinandergefallen, wenn ich sie oft angehabt hätte. Ich finde die so cool, guck mal. Da ist so, wisst ihr, das ist absichtlich so, ja? Das ist nicht die Primark-Quali. Ich glaube, wenn ich irgendwann, keine Ahnung, falls Kevin sich irgendwann von mir wir sind noch gar nicht verheiratet, irgendwann von mir trennen sollte, zum Beispiel, dann könnte ich auch eine richtig gute Katzenlady damit werden, oder? Ich finde, das ist so die perfekte Strickjacke für einen großen Kanne Tee und 8 Katzen. Was laber ich hier? Versteht ihr? Ich soll einfach mein Schnauz sein. Mein Kopf ist auch schon ein bisschen durch vom Umziehen. Bleibt. Ich finde, es ist nie verkehrt, 1-2 lange Strickjacken zu haben. Und das, finde ich, ist must have. Die Strickjacke habe ich gekauft zu dem Top, in das ich eben nicht reingekommen bin. Weil das sehr cool, finde ich, eine coole Farbe zu rosa ist insgesamt, meiner Meinung nach. Die finde ich, die bleibt auch auf jeden Fall. Ja, und dann habe ich noch also so 3 sowas hier. So enge schwarze Oberteile trage ich richtig gerne. Im Frühjahr oder im Herbst, aber im Winter auch mit so einer Weste drüber. Finde ich sehr, sehr cool. Auch habe ich auch teilweise einen Rollkragenpulli. Ich habe da 3 Stück von. Die brauche ich jetzt nicht alle anziehen. Die bleiben auf jeden Fall. Das sind so Basics, die ich einfach super gerne zwischendurch anziehe. So, kommen wir zur letzten offiziellen Kleidung. Das ist mein Jogginganzug. Der ist gar nicht, der ist relativ neu. Die trage ich auch immer so. Ist das merkwürdig, dass ich euch das immer zeige? Schon irgendwie, ne? Naja, auf jeden Fall brauche ich immer einen schicken Jogginganzug für draußen. Ich trage nämlich sehr gern draußen Jogginganzüge. Eigentlich nur. Also eigentlich brauche ich den ganzen Rest nicht. Ich brauche nur den. Und den anderen Rest brauche ich, wenn der in der Wäsche ist. Okay, Leute, ich weiß nicht, wie lange das Video jetzt bei euch ist, aber bei mir bin ich schon 1 Minute 20 dabei und ich habe das Gefühl, das wird alles viel zu lang. Deswegen würde ich jetzt einfach mal Schuhe, Bikinis, Sport-BHs und Accessoires rauslassen. Ihr könnt mir aber mal in die Kommentare schreiben. Also vielleicht hat euch ja auch das Format so gut gefallen, dass ihr sagt, Jaco, hau einen dritten Teil raus. Zeig uns nächste Woche auch noch den anderen Scheiß. Dann mache ich das gerne. Mir macht das super Spaß. Ich krieg die Krise, wenn ich das hier jetzt sehe. Das sind Klamotten übereinander gelegt und die waren alle auf Bügeln eben. Versteht ihr? Ich habe sie von der Ordnung, von den Bügeln runtergerissen. Und jetzt muss ich sie alle wieder auf Bügel draufhängen. Bin ich bescheuert? Ja, Leute, ich bedanke mich. Das war das alljährliche Jaco mistet ihren Kleiderschrank aus. Danke euch, dass ihr dabei wart. Es hat super viel Spaß gemacht. Und wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt bezüglich Kleidung, Klamotten, Fashion, ich mache sowas super gerne. Ich hatte auch richtig Bock, mal so Outfit-Videos oder so zu machen. Da komme ich ja eigentlich her, ne? Ich habe auf YouTube angefangen mit Fashion. Das ist mein wahrhaftiger Ursprung. Alle denken immer, es ist so Psychologie-Zeugs. No, it wasn't. Ihr seid sehr süß. Denkt daran, egal was ihr anzieht, wascht es irgendwann. Macht es besser als ich. Macht's gut. Tschüss, tschüss, tschüss.